Verantwortung der deutschen Wirtschaft. Philosophie der großen Global Player ist, sie sind dem Geld verantwortlich. Das ist nicht die Verantwortung, die ich akzeptiere. Der Mensch ist wichtiger als jede Sache. Ein deutscher Konzern baute ein Stahlwerk in Brasilien. Fischer klagen nun über leere Netze und Anwohner über Hautkrankheiten. Grauer Staub fiel vom Himmel. Mütter klagen an. In meinem Haus sind alle krank. Erst mein Sohn, jetzt auch noch meine Tochter. Braucht die Weltwirtschaft neue Regeln oder regelt der Markt alles von ganz allein? Die Globalisierung sorgt ja dafür, dass immer mehr Menschen immer gerechter behandelt werden. Gerechtigkeit für alle oder doch nur Gewinn für wenige? Kritiker fordern jetzt, Unternehmensverantwortung darf nicht nur freiwillig sein. Neue Gesetze sollen her und strengere Regeln, auch für deutsche Unternehmen. Wie viele Verbraucher frage ich mich, was steckt eigentlich drin in unseren Produkten? Was kann ich mit gutem Gewissen kaufen und was nicht? Beispiel das Auto. Ich will zuverlässig wissen, ob jemand Schaden nimmt bei der Herstellung bestimmter Bauteile. Müssten nicht deutsche Unternehmen haftbar gemacht werden können, wenn sie selbst oder ihre Zulieferfirmen in fernen Ländern gegen Menschenrechte verstoßen oder die Umwelt schädigen? Das ist bisher nicht möglich. Ein neues Gesetz könnte Abhilfe schaffen. Auch die Hersteller von Billigkleidung würden dann gesetzlich zur Fairness verpflichtet. Doch die Industrieverbände wehren sich. Im Internet werben Unternehmen gerne mit ihrer freiwilligen Verantwortung. ThyssenKrupp zum Beispiel. Der Essener Konzern liefert nach eigenen Angaben für viele Automodelle den Stahl. Auch dafür hat man ein riesiges Stahlwerk in Brasilien gebaut, direkt an der Küste. Bei ThyssenKrupp heißt es, es wurden alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die Umwelteinflüsse so gering wie möglich zu halten. Wir fragen nach bei Markus Dufner. Er ist Aktionär bei ThyssenKrupp, genau genommen ein sehr kritischer. Dufner leitet den Dachverband kritischer Aktionäre. Ja, Sie sehen hier, wir haben viele börsennotierte Unternehmen, mit denen wir uns beschäftigen das Jahr über. Aber eines, das uns ganz besonders viel Arbeit macht, ist ThyssenKrupp. Wir waren jetzt schon mehrfach auf der Hauptversammlung von ThyssenKrupp, diesem Unternehmen, was durch Rüstungsprodukte und durch Missachtung von Menschen- und Umweltstandards glänzt. Der deutsche Stahlgigant dagegen verweist auf sein besonders verantwortliches Handeln. Die Aktionäre zeigen uns Aufnahmen von ihrem Auftritt bei der Hauptversammlung. Sie werfen dem Konzern vor, in Brasilien Rechtsverstöße und Umweltzerstörung begangen zu haben. Das Beispiel zeige, dass neue Gesetze notwendig seien, die für verbindliche Unternehmensverantwortung sorgen, fordert Dufner. Schließlich zähle nicht nur die Dividende, sondern auch, wie sie zustande kommt. Wir glauben, dass es ThyssenKrupp in Brasilien mit dem Stahlwerk in erster Linie darum geht, Abstauben in Rio de Janeiro. Sie sind nicht daran interessiert, dass die Bevölkerung zu ihrem Recht kommt und dass die Umwelt erhalten bleibt. Rio de Janeiro. Was ist dran an den Vorwürfen? Wir wollen mehr erfahren, deshalb sind wir hier. Trotz Elend und Armut, Brasilien ist ein Land im Umbruch, reich an Rohstoffen und auf der Schwelle zur Wirtschaftsmacht. Es geht rund 40 Kilometer an den südwestlichen Stadtrand. Hier ist von Wirtschaftsboom keine Spur. Wer es sich leisten kann, zieht weg. Doch das sind nicht viele. Dann ein Zaun. Dahinter liegt es, das neue, riesige Stahlwerk von ThyssenKrupp. Rund 6 Milliarden Euro hat der Essener Konzern investiert, um aus brasilianischem Erz Stahl zu produzieren, auch für deutsche Autos. Das Gelände schwer bewacht. Maschinengewehre für ein Stahlwerk. Warum, fragen wir uns. Tanja, unsere brasilianische Mitarbeiterin, fragt nach. Wir filmen hier in der Gegend. Ich möchte gerne wissen, ob wir hier Aufnahmen machen können. Dies war doch immer eine öffentliche Straße. Nein. Von dort bis hier ist alles Eigentum der ThyssenKrupp CSA. Verstehen Sie?
Wirklich? Aber früher doch nicht. Haben Sie denn auch die Straße gekauft? Die Stadtverwaltung hat die Grenzen bestimmt. Ganz einfach. Wir sind mit einem Anwohner verabredet. Rodolfo Lobato organisiert den Bürgerprotest gegen die brasilianische Tochterfirma von ThyssenKrupp, CSA. Sein Vorgänger, so berichtet er, sei mittlerweile in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden, nachdem er Morddrohungen erhalten hatte. Proteste gegen die deutsche Firma sehen hier nicht alle gern. Dabei gäbe es große Probleme mit der Stahlhütte, klagt Lobato. Er zeigt uns ein Video von einem Vorfall. Eine große Stichflamme ist hier über dem Werk zu sehen. Der Arbeiter, der mit seiner Handykamera dreht, rennt weg. Schreie, Panik, Flucht. ThyssenKrupp erklärt später, die kritische Temperatur im Hochofen sei erreicht worden. Doch was die brasilianischen Arbeiter für eine Explosion hielten, sei ein normaler Notvorgang für diesen Fall. Lobato erzählt, dass in letzter Zeit gehäuft Krankheitsfälle auftreten würden. Es entstehen Pusteln auf der Haut, die bei Leuten auftreten, die zu Allergien neigen. Die Pusteln werden dunkel, jucken und die Stellen schmerzen. Viele Anwohner würden auch über Husten und Schleimhautreizungen klagen. Besonders die Augen machten vielen zu schaffen. Lobato zeigt uns auch grauen Pulverstaub, der wie Regen über die Anwohner herabgegangen sei. Der Brasilianer beklagt mangelnde Informationen über das wahre Ausmaß der technischen Probleme des Stahlwerks. Er würde begrüßen, wenn im fernen Europa Firmen wie ThyssenKrupp in Zukunft per Gesetz verpflichtet würden, Auskunft zu geben und wenn Geschädigte ein Beschwerderecht vor einem deutschen Gericht bekämen. Essen, Ruhrgebiet. Bei ThyssenKrupp räumt man gewisse Probleme ein. Herbert Eichelkraut leitete bis vor kurzem die brasilianische Tochterfirma CSA. Es hat zwei Emissionsvorfälle gegeben. Die waren nicht mit einer Gesundheitsgefährdung verbunden. Sie sind bedauerlich und wir haben das bedauert und uns entschuldigt. Insbesondere für Menschen, die eine solche Emission bisher noch nicht kannten. Für die ist das Auftreten einer solchen Emission natürlich erstmal mit einer großen Sorge verbunden. Und dieser Sorge sind wir vielleicht nicht schnell genug entgegengetreten und haben die Sorge unseren Nachbarn in Rio nicht nehmen können. Zurück in Rio. ThyssenKrupp ließ einen Teil des Stahlwerkes von einer chinesischen Firma bauen, um Geld zu sparen. Doch genau diese billigere chinesische Technik funktioniert jetzt offenbar nicht. Rodolfo Lobato will uns einige Anwohner vorstellen, die in unmittelbarer Nähe leben. Im Haus von Andrea Soares haben sie sich versammelt. Dies hier ist mein Problem. Ich habe es zusammengefegt. Es kommt von ThyssenKrupp CSA. Ich hatte nie Probleme mit der Gesundheit, bis dieses Pulver runterkam. Jetzt habe ich eine Allergie an den Armen und am Bauch. Ich gehe zu Ärzten, aber sie verweigern Antworten. Einige geben aber zu, dass das Problem von diesem Pulver kommt. Aber es wäre ihnen verboten, irgendetwas darüber zu sagen. Ich habe auch eine Allergie bekommen, nachdem der Staub herunterkam. Es tut sehr weh und juckt. Mein Fingernagel ist schon verrottet. Auch waschen bringt nichts, denn dann wird es noch schlimmer. Ich weiß nicht mal, was ich drauf tun kann, weil die Ärzte anscheinend Angst haben, zu sagen, was wirklich los ist. Zahlreiche Anwohner des Stahlwerkes klagen über ähnliche Beschwerden. Andrea zeigt uns die entzündeten Hautstellen am Bauch. Es juckt und juckt. Oder es kneift auch. Manchmal ist es wie Ameisenlaufen, manchmal eher wie Nadelstiche. Die Anwohner des Stahlwerkes fühlen sich alleingelassen. Auch die Ärzte würden unklare Aussagen machen oder sie vertrösten. Bisweilen heißt es, vielleicht sei auch nur eine Erkältung schuld. Ich habe keine Erkältung, denn mir fließt Blut aus der Nase.
Da sind einmal zwei Frauen gekommen. Sie sagten, sie sind von ThyssenKrupp CSA. Mir ging es damals sehr schlecht, aber sie sagten nur, dass sie nichts tun könnten ohne ein ärztliches Gutachten, das belegt, dass das durch ihr Stahlwerk entstanden ist. Sie sagten außerdem, im Pulver ist doch nur Graphit, wie ein Bleistift, und das schadet niemandem. Eine junge Mutter zeigt ein Attest, das bestätigt, dass ihr Sohn an einer Allergie und Asthma leidet. Das Pulver war überall an seiner Kleidung. Jetzt hat er Wunden am ganzen Körper und seine Augen sind ständig geschwollen. Es ist schlimm. Jetzt muss ich ihn mit Medikamenten versorgen. Aber die sind teuer. Ich habe keine Krankenversicherung. Manchmal muss ich am Essen sparen. Selbst zu seinem Geburtstag konnte ich ihm nichts schenken. Und alles wegen dieser Schweinerei. Sie haben den Staub aufgehoben, der offensichtlich aus dem deutschen Stahlwerk kam. Die Mutter des kranken Jungen ist wütend, wenn sie an die Verantwortlichen denkt. Wut. Hass. Das fühle ich. Es sind nicht nur meine Kinder. Ich sehe viele andere Kinder, die krank geworden sind und die genau die gleichen Probleme haben. Bei ThyssenKrupp räumt man Probleme mit dem brasilianischen Stahlwerk ein, weist aber die Vorwürfe der Anwohner von sich. Diese Hautallergien haben bisher in keinem Zusammenhang gestanden mit dem Betrieb des Werkes. Brasilianische Wissenschaftler bestreiten diese Aussagen. Auch Marcelo Firpo. Er arbeitet für ein renommiertes Institut. Die Stiftung Oswaldo Cruz ist dem Gesundheitsministerium angeschlossen und hat 2011 die Emissionen des Stahlwerkes untersucht. Es entstehen hunderte von gefährlichen Substanzen, die auch der Gesundheit der Menschen schaden können. Die Emissionen der untersuchten Luftpartikel enthalten unter anderem Zink, Cadmium, Mangan, Magnesium, Eisen und Schwefel. Alessandro Pessoa und seine Kollegen machen in ihrer Studie die emittierten Schadstoffe für eine ganze Reihe von Krankheitssymptomen verantwortlich. Von Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Beschwerden bis hin zu Organschäden. ThyssenKrupp reagierte mit einer Klage auf möglichen Schadenersatz gegen Pessoa und seine Kollegen, doch die blieben bei ihren Aussagen. Mittlerweile hat der Essener Konzern die Klage wieder fallen lassen, bestreitet aber weiter jede Gesundheitsgefährdung durch das Stahlwerk. Wir analysieren permanent die Luftqualität und diese Analysen der Luftqualität sind in einer direkten Linie an die Umweltbehörden von Rio de Janeiro zu übermitteln. Der Betrieb dieser Einrichtung wird auch von der Umweltbehörde, von der INEA gemacht und nicht von uns. Wir haben die Geräte dahingestellt und übergeben. Die sind in der Betreuung der INEA. Zur INEA, der Behörde, die ThyssenKrupp kontrollieren soll, findet sich ein aufschlussreiches Dokument. Darin aufgelistet eine Spende von ThyssenKrupp an die INEA, die damals noch FEMA hieß, für die Verschönerung ihres Amtsgebäudes. Nach eigenen Angaben zahlte ihr der deutsche Konzern 4,6 Millionen Real, umgerechnet 2 Millionen Euro. Viele Messdaten hält die INEA unter Verschluss. Die bisher veröffentlichten sind jedoch alarmierend genug. An bestimmten Tagen lag die Feinstaubbelastung rund um das Stahlwerk 23% über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation. Besonders gefährdet Alte und Kinder. Der Eisenwert in der Luft lag bis zu 1000-fach höher als vor Betriebsbeginn. Auch die Manganwerte gelten als sehr gesundheitsschädigend. Brüssel. Johanna Kusch will bei der EU-Kommission 70.000 Unterschriften überreichen. Die Sprecherin der Organisation German Watch kämpft für verbindliche Regeln im globalen Wirtschaftsleben. Doch wird man sie hier überhaupt anhören? Menschenrechts- und Umweltverbände verlangen ein neues Gesetz, denn nur das brächte mehr Gerechtigkeit. Unternehmen sollen in Zukunft haften für Schäden an Mensch und Umwelt, die von ihren Tochterfirmen oder Zulieferern verursacht wurden. Und sie sollen verpflichtet werden, soziale und ökologische Risiken ihrer Geschäfte offenzulegen.
Es ist ein harter Kampf, sich für Menschenrechte einzusetzen und auch, dass gerade Unternehmen Menschenrechte achten und respektieren und bei Verletzungen da auch gegebenenfalls haften.